allerdings keine Früchte heute Morgen. Einfach nur so. Einfach nur so. Ja, ja, genau. Mit Joghurt oder mit Milch? Mit Milch. Wie ist man auf den Ort gekommen und gab es noch andere Ideen für den Ort? Ja, der Ort ist eine große Frage und ein großes Thema. Es gibt nicht den einen Ort, sondern es gibt zwei Orte oder eigentlich 25 Orte. Also der Platz der Grundrechte ist zweigeteilt. Es gibt den eigentlichen Platz der Grundrechte auf der Achse zwischen Pyramide und Schloss. Dort stehen 24 Schilder. Schilder mit jeweils zwei unterschiedlichen Texten. Und von diesen Schildern gibt es jeweils ein Doppel. Und diese Doppel sind auf 24 Plätze, Stellen im gesamten Stadtraum verteilt. Wie ist man dann auf den Künstler gekommen und können Sie das Konzept von dem Künstler nochmal erläutern? Also der Künstler Jochen Gerz ist ins Gespräch gekommen, weil er international sehr stark im öffentlichen Raum gearbeitet hat und immer unter Einbeziehung auch der Bevölkerung, der Menschen gearbeitet hat. Also er ist kein Künstler, der jetzt einfach etwas in den Raum setzt, sondern ist immer Ausdruck einer Begegnung mit Menschen. Es geht ihm immer darum, Menschen in seinen Arbeiten auch Stimme zu geben. Und das hat er auf verschiedene Weise getan. Zum einen, Sie sehen auf dem Schild zwei Texte. Er hat insgesamt 48 Personen in Karlsruhe nach ihrem Verhältnis zum Recht befragt. Nicht jedem die gleiche Frage, sondern im Prinzip jeden ganz individuell befragt. Hat mit ihnen Interviews geführt zu ihrem ganz persönlichen Verhältnis zum Recht. Und aus diesen Interviews hat er Kernsätze gezogen. Also das ist eine Form, wie Jochen Gerz Menschen hat zu Wort kommen lassen in seiner Arbeit. Eine andere Form ist die, wie die dezentralen Plätze ausgewählt worden sind. Jochen Gerz wollte, dass die dezentralen Orte von Bürgerinnen und Bürgern ausgewählt werden auf Bürgerforen. Wir sind jetzt hier an dem dezentralen Standort vor dem U-Betz. Den haben Sie ausgesucht. Können Sie beschreiben, warum es Ihnen wichtig war, hier ein Schild aufzustellen? Ich kam 1988 nach Karlsruhe und ich glaube um 1990 war es, dass hier im Jugend- und Begegnungszentrum, dem U-Betz, ein schwules Festival stattfinden sollte. Schrill im April, das von verschiedenen Gruppen organisiert wurde. Und es gab eine große öffentliche Debatte darum, ob dieses Festival hier überhaupt in einem städtischen Kulturzentrum stattfinden dürfe, weil das ja jugendverführend und jugendgefährdend sei und dass man den Jugendlichen hier in einem städtischen Kulturzentrum nicht antun, zumuten könne. Und ich habe das nur mit großen Augen verfolgt, als jemand, der selber Anführungszeichen betroffen ist und dachte, dass um 1990 in einer gesellschaftlichen Situation, wo die Akzeptanz doch eigentlich eine ganz andere inzwischen ist und sein müsste, ich habe das als regelrechte Diskriminierung erlebt, erfahren und habe das in einem der Foren um die dezentralen Plätze auch ins Gespräch gebracht. Das war im Forum im Rathaus und es wurde dann über die Vorschläge abgestimmt von dem zufällig zusammengekommenen Plenum des Forums und die Mehrheit sprach sich dann eben auch dafür aus, das Schild hier eben mit dieser Begründung auch aufzustellen, was mich natürlich sehr gefreut hat.